Die bekannte Musikgruppe Rosenstolz litt am schlimmen Burnout-Syndrom und hat 2 Jahre Pause gemacht. 2 Jahre kein Rosenstolz. Das hilft demnach gegen Burnout und kann nur empfohlen werden. Für die Fans war es natürlich schade, aber die müssen es ja auch nicht jeden Abend haben. Die Band schon. Der wären alle ausgebrannt. Es ist ja keine Abwechslung, dass es ein anderes Publikum ist. Es sind ja doch immer die gleichen Nasen. Und jeden Abend fragt die Sängerin, wer denn schon damals vor 20 Jahren in dem kleinen Café dabei gewesen ist, bei der ersten zaghaften Tournee. Und alle schreien, ich. Naja, jetzt geht's ja weiter. Und morgen auch.